beim Outtraden machen. Ja, ja. Dass wir schon reden. Ja, wir reden schon. Das so rein, bla, 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 bla. Auf einmal, hallo. Oh, wo kommt ihr denn her? Ich habe euch ja gar nicht gehört, da wo ihr gerade sitzt. Wir haben euch gar nicht erwartet. Übrigens, nicht nur sitzen, wir haben ja auch das Ziel, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die Idee kam mir so gut, dass dieser Podcast einfach von Leuten beim Sex gehört wird. Das wäre doch mal was. Also ich hoffe. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man uns hört, dass das durchaus Leute stimulieren kann, dass das... Ja, also Stimulation ist ja nicht nur einfach Reiben ja, und so. Ja, das passiert ja auch viel im Kopf. Psyche. Und wenn man sich die Kopfhörer mit dem Podcast in das Ohr steckt, passiert es ja wortwörtlich im Kopf. Ja. Und also da sind die multiplen Orgasmen vorprogrammiert, würde ich sagen. Für beide Seiten. Was ich damit sagen will, hallo. Guten Tag. Schön. Anklang hat es ja gefunden, die letzte Folge, die erste, naja, die nullte Folge. Ja, vom Brennpunkt Internet, auf den wir uns jetzt tatsächlich geeinigt haben, obwohl wir noch im Podcast sagen, ja, nee, ist eigentlich nicht so gut. Ne? Nee, es von ist, schlechten Eltern ist ja, viel besser. Ist viel geiler. Dann haben wir noch eine Umfrage gemacht bei uns in der Wohlfühloase der Patreon-Zahler, in die man reinkommt, wenn man $3 im Monat zahlt. Du kannst natürlich auch hier schamlos Werbung für Projekte von dir machen. Und da kam dann tatsächlich auch raus, dass die Leute Brennpunkt Internet ganz gut finden. Was wir ja im Nachgespräch, nach dem Podcast auch dann besser fanden, ja. Weil, weiß ich gar nicht warum. Nee, also erst dachte ich, es klingt zu seriös und man erwartet dann irgendwas, was Ernsthaftes und irgendwas Richtiges, aber die Leute. Und dann, nach dem Podcast, dachte ich mir, eigentlich ist es doch genau richtig. Hm. Brennpunkt, es brennt und Internet, wo wir stattfinden. Und das kann man ja auch schön persiflieren, wie man so schön sagt. Das stimmt. Außerdem ist es ja auch so, dass wenn wir über Sachen reden, die Quelle für uns meistens das Internet ist. Richtig. Also wenn es irgendwo brennt im Internet, dann kriegen wir das mit und dann besprechen wir das hier auch. Von daher ist es sehr gut. Was ihr aber noch nicht mitbekommen habt, oder vielleicht doch, wenn ihr ganz feine Ohren habt, aber ihr müsst euch ja beim Sex konzentrieren, deswegen kann es sein, dass euch das vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist. Wir sind beide gerade krank. Ja, richtig. Und hören uns vielleicht etwas seltsam an. Aber nichtsdestotrotz sitzen wir hier, denn es gibt ja Zuschauer, die wir nicht enttäuschen wollen. So ist es. Es geht gerade rum. Es geht gerade rum, deswegen ist heute das Influencer-Super-Special. Ja. Du hast ja auch einen schönen Tee gemacht und hast ihn dabei. Ein Ingwer-Tee, genau. Ich habe hier einen Apfel vor mir stehen, um vielleicht auch alte Gewohnheiten des Podumcasts nochmal hier reinzuholen und im Podcast zu essen. Die Leute lieben es ja, wenn man schmatzt. Ja, generell ist alles, was mit Essen zu tun hat, bei akustischen Signalen immer gut. Und ja, dann schauen wir doch mal, wo die Reise hingeht, ob wir die Stunde durchhalten. Eigentlich, es geht doch. Also einfach ganz laut Abbruch rufen, wenn du nicht mehr kannst. Ja. So mache ich es dann auch und dann ist einfach Feierabend. Dann ja. Ist es einfach so. So kenne ich das auch sonst beim Sex, aber dann heißt es eher Darmbruch. Ja, oder sowas. Oder Penisbruch kann auch passieren. Ja, das ist ganz unangenehm. Hatte Dieter Bohlen mal tatsächlich. Richtig. Und ich habe mir tatsächlich mal vor ganz vielen Jahren, da war ich ein kleiner Junge, habe ich mir sein Hörbuch angehört und weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ich glaube, meine Mutter war Fan oder so. Und habe mir dann damals schon überlegt und weiß es bis heute nicht, wie ist das, wenn du den Penis brichst. Weil das muss ist ja höllisch wehtun. Es muss höllisch wehtun. Es geht ja nur, wenn er steif ist. Ja. Aber was passiert dann? Blutet das dann in deinen Schaft hinein und sammelt sich da. Das ist ja unangenehm. Das ist ja ein Muskel quasi, ne? Also ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bricht und dann irgendwelche inneren Wände einknicken oder sowas. Innere Wände. Das sind ja Blutgefäße, ja. Mhm. Und das kann ich mir sehr schmerzhaft vorstellen. Ich wünsche es keinem. Und ich würde gern Bohlen dazu mal befragen, wie das genau war. Ja, werde ich auch, aber. Wo wir gerade von berühmten Persönlichkeiten reden, anknüpfen an das Gespräch, das die Leute leider noch nicht mitgehört haben, was wir vorgeführt haben, haben wir ganz kurz über Angelina Jolie geredet. Leute, keine Sorge, wir kommen gleich zu den Hauptthemen, was diese Woche passiert ist. Ja. Und Heidewitzka ist da viel passiert. Uiuiuiui. Aber Angelina Jolie hat sich die Brüste abnehmen lassen und ja. Ich finde es interessant. Das war ja ein Zeichen von Stärke für Weiblichkeit, so. Mhm. Sich die Brüste abnehmen zu lassen. Und da dachte ich nur kurz drüber nach, was könnte irgendwie der Mann jetzt außer das offensichtliche Penis abnehmen, weißt du? Oder Hoden. Ja, was könnte der Mann vielleicht machen, so um ein Zeichen zu setzen? Heiraten. Ja. Zum Beispiel. Stimmt. Das ist ja auch ein symbolischer Akt des hohen Abgebens, sagt man zumindest immer. Ja. Ich war noch nie verheiratet bisher. Hm. Ich erinnere mich wie zumindest auch, wie oft planst du das zu machen? Zu heiraten, naja, so, ich würde gerne einstellig bleiben, das ja, ist klar, es, ja. Ist sonst sehr kostenaufwendig, Scheidung ist teuer, Hochzeit ist teuer. Da bist du, glaube ich, schon unterm Durchschnitt.
mit einstellig. Ich denke auch, ja. Also so, naja, so dreimal, alle guten Dinge sind drei, vielleicht drei Scheidungen und vier Hochzeiten. Ja, doch, das klingt gut. Doch, das klingt gut. Und damit sind wir auch mittendrin im Thema, denn Excel 95, kennst du den? Ja, der ist übergewichtiger. Pass auf, ich habe ja hier, Leute, das habt ihr noch gar nicht mitgekriegt. Wir haben uns nämlich, ich weiß nicht, ob du das jetzt tatsächlich gemacht hast, aber im Vorfeld dachte ich mir, für die großen Themen, die wir immer haben, können wir eine gute Überschrift finden, eine Schlagzeile, ein Banner, unter dem dann die News steht. So, und ich guck mal, ob ich da tatsächlich was dazu geschrieben hatte, weil die Idee hatte ich da noch nicht. Ja, okay, das ist das Schlechteste. Excel says the word. Weil es Excel gibt als Programm und Word auch. Ich weiß, was passiert ist. Ja, was ist passiert? Ich habe es erfahren. Nein. Und zwar, ich habe zufällig ein Interview gesehen. Nein, da war er bei Worldwide Wohnzimmer im Hate-Kommentar, Hate-Interview. Ja. Und danach wurde mir vorgeschlagen von Mr. Newstime oder Herr Newstime, dass der Herr Excel ehelichen möchte. Ja. Und das ist wohl im Suff passiert. Das nur ganz kurz erwähnt, ist ja auch nicht weiter spannend vielleicht. Er hat wohl sehr viel getrunken, hat einen Livestream gemacht zu Silvester, was ja quasi jetzt der Anfang der Woche war für uns offiziell. Und ja, dann war da irgendwie, ich kenne mich da auch nicht aus, muss ich sagen, aber es ist schon witzig, dass sowas dann auf YouTube ganz groß ist. Ich dachte, er meint das ernst. Er meinte das ernst irgendwie. Hinterher hat sich herausgestellt, dass er die schon mag irgendwie, aber dass der Alkohol aus ihm gesprochen hat. Ja, guten Excel habe ich ja auch schon mal getroffen auf der Gamescom. Cool, cool. Ja, wirklich, da habe ich auch drei Kreuze im Kalender gemacht. Ja. Zwei sehr dicke Kreuze. Hashtag Petshaming, aber ja auch ein großes Thema. Ja, das stimmt. Ja, nee, zu Recht. Ich finde, jeder hat das Recht. Auf Diskriminierung auch. Ja, natürlich. Ja, gerade fette Leute. Wo war das gerade? Kann ich auch direkt eine News anhauen. Ich weiß nicht, welches Land das war. Ich glaube, Dänemark, wo jetzt wieder Fettsein einfach offiziell als Krankheit gewertet wird. Ja, zu Recht. Weil es ist halt einfach, ja. Was ja auch eine Art Nachteilsausgleich ist. Durch die UN-Behindertenrechtskonvention darf man ja als Behinderter auch bevorzugt werden, aber nicht benachteiligt. Und dann kannst du einfach zu deinem Chef gehen und sagen, Chef, ich habe 3 Kilo zugenommen, ich brauche erstmal eine Woche Urlaub, ich bin krank. Das stimmt. Außerdem finde ich das Fette einfach, guck mal, die haben in Amerika diese geilen Rolldinger da in den Supermärkten, das finde ich asozial. Warum kann ich nicht so ein Ding haben? Ach so. Ich habe mir das immer mal gewünscht, laufen können, aber trotzdem so ein geiles, so ein 5 km/h-Ding. Ich dachte, du meinst jetzt, warum es deinen Fetten einfällt, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist ja auch so ein bisschen... Das auch. Das Ding ist ja auch, dass die quasi prozentual von dem Platz, der einfach in der Öffentlichkeit ist, mehr wegnehmen. Ja. So, und das ist ein großes Problem. Die sollen ja auch im Flugzeug auch mehr zahlen fürs Ticket, weil die ja schwerer sind. Ja, oder weil sie bisweilen mal 2 Plätze einnehmen. Eben. Also. Findest du das gerechtfertigt, dass Dicke mehr zahlen im Flugzeug? Naja, ich finde, wenn jemand wirklich, und Excel ist, er ist wirklich, ich finde ihn eigentlich ganz nett so. Der ist halt jetzt nicht mein Humor, nicht mein Typ und ich kann nicht so viel anfangen mit, yeah, ich bin super real und so und ich muss das immer wieder betonen, wie real ich bin, weil ich bin super real. Aber an sich habe ich kein Problem mit dem. Wenn aber Leute so dick sind wie er und ich kenne Flugsitze, dass die dann wirklich quasi 2 Plätze belegen, dann finde ich es schon gerechtfertigt, dass die irgendwie 2 Plätze bezahlen müssen, weil da kann einfach physisch kein Mensch mehr sitzen. So. Naja. Ja, ist gerechtfertigt, aber ich weiß gar nicht, ob das auch durchgesetzt wurde von diesen Flugfirmen. Das weiß ich nicht. Ich fliege ja die Tage mal und da werde ich berichte mal. Ich halte Ausschau nach dicken Menschen. Also falls Rainer Kallmund neben dir zufällig sitzen sollte, kannst du ihn ja mal fragen. Oh, Rainer Kallmund, weißt du was, das ist eine deutsche berühmte Persönlichkeit. Ja. Ja. Und da habe ich auch ein ganz großes Thema. Da habe ich im Vorfeld jetzt nämlich überlegt, was können wir für ein schönes Wortspiel machen als Überschrift. Habe leider noch nichts Besseres als Hacke Peter, Kacke später, okay. Hecke Peter... Kecke Spieter oder Hecke Kuchen, die Daten wollen wir suchen. Der Sag große dir Datensieg. Was? Der große Datensieg. Warst du betroffen? Ich war leider nicht betroffen, aber ich habe überlegt, ob ich schnell eine Instagram-Story raushaue und mich darüber beschwere, um auch einfach ein bisschen Relevanz abzugreifen, wie das die It-Girls manchmal machen. Es hat ja vor allem Menschen getroffen, die sich gegen rechts positionieren. Ja, tatsächlich. Und soweit ich weiß, haben alle Parteien was abbekommen, außer die AfD. Und da hast du als Nazi ja auch eine sehr gute Chance, nicht gehackt zu werden. Das stimmt. Da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich kurzer bis gar keine Haare habe. Ja. Das war in dem Fall mein Glück oder mein Pech, weil ich hätte halt schon ein bisschen Promo davon abbekommen können. Also
Also ein Freund von mir ist betroffen gewesen, mein großer Mentor Nico Wenemann aus Frankfurt. Okay. Aber leider ich selbst nicht, ich hätte es gern gesehen, aber es hätte nichts gegeben, was man finden könnte. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wonach der gesucht hat. Ja, also das sind ja auch so private Nummern oder so, wenn dann die Nummer von deiner Mutter oder sowas rauskommt, gut, kümmert dann vielleicht nicht so viele, aber ist jetzt nicht das Geilste. Ja, da hätte ich dann schon lieber, dass Nacktfotos von mir kursieren oder so, dass einfach ich im Gespräch bin und nicht meine Mutter. Ich fände das asozial, wenn meine Mutter dann das Rampenlicht bekommt. Ja, das sowieso immer. Ja. Ja, wenn man gegen mich was sagt, ist es ja völlig Wurst, was die Menschen sagen, aber sobald dann die Familie betroffen ist, dann ist man schon ein bisschen empfindlicher. Ich habe noch nicht danach geguckt, hast du mal irgendwie danach geguckt oder was direkt gesehen? Weil bei Jan Böhmermann zum Beispiel soll auch irgendwas über die Familie geleakt worden sein und so. Ich habe mich damit nicht näher befasst, ich habe es auch erst gestern Abend erfahren. Bei Welt, wie N24 jetzt heißt, das lief in der Warteschleife, als ich auch bei einer Firma war. Und das fand ich recht interessant, dass keine Rechten betroffen gewesen sind, aber der Hacker wohl kein Rechter ist. Alles sehr verworren und keiner weiß, warum er dies getan hat. Ja, da so gibt es ja auch schon wieder die wildesten Theorien, dass da auch irgendwie ein bisschen Russland mit drin hängt oder sowas. Putin, aber das ist, ja, zu dem Zeitpunkt ist da noch nicht genug klar. Da hat auch tatsächlich hier, ich nenne den wie du, Mr. News Time oder Mr. Time, Mr. News. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ja, ist ja auch egal. Ist jetzt auch nicht die geilste Newsquelle, muss man dazu sagen, aber natürlich für YouTube News reicht's. Ja. Wenn man sich so nebenbei befasst. Ja, und es waren ja auch nicht nur Politiker betroffen, sondern tatsächlich auch YouTuber. Deswegen sind wir ja mittendrin. Unge zum Beispiel. Genau, Unge wurde als Vehikel benutzt, um diese Information zu verbreiten. Was ganz witzig ist, nach Milch ist Gift und so. Ja, wo es ja darum ging, da haben vielleicht erstmal Leute gedacht, okay, der Unge wieder, ja, der Alberne. Ah, weil er das dann ja als Satire verkaufen wollte, ne? Ja, dann genau. War er ja eine Woche später in irgendeinem Wald spazieren, wo Joke. Genau, wo dann so Nebelschwaden waren und er von Chemtrails gesprochen hat. Habe ich auch gesehen, ja. Sehr interessant tatsächlich. Muss ich kurz hier ein bisschen ASMR reinbauen. Wir wollen ja alle, dass wir die Stunde durchlaufen. Und deswegen esse ich hier mal ein Stück Apfel. Außerdem in diesem Sinne auch Shoutout an Herodes, der ja auch ist. Der hat übrigens auch angefragt, wenn er mal hier im Lande ist, kann man ja eine Kollabo machen. Setzen wir uns mal zu dritt zusammen. Nennen wir uns dann Brennpunkt Cast. Podumcast Brennpunkt. Podumk Internet. Ja, gerne. Das geht auch über die Zunge wie nichts. Also Herodes, du bist herzlich eingeladen. Jederzeit. Ja. In unsere Mitte zu stoßen. Es wäre noch Platz für eine Person. Also in meine Mitte, da hat er schon oft gestoßen und das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. 9/10. Ich habe auch übrigens einen viralen Hitler der Woche. Nein, habe ich nämlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Gut, dass du das abdeckst. Eher zufällig. Ich habe nämlich einen Instagram-Post gesehen. Ich folge ja den großen Stars und Sternchen wie Heidi Klum und Tom Kaulitz. Oha. Und die sind ja ein Pärchen seit einigen Jahren. Und ja, sie hat wohl den tollen Kommentar gepostet, also sie wurde gefragt, was sie an Tom Kaulitz am meisten mag und ihre Antwort war, I love his Wiener. Wiener? His Wiener. Aha. Und ich glaube nicht, dass sie von der Wurst gesprochen haben. Also ich habe die Befürchtung, es ging um seinen Penis. Nein. Sowas macht die? Sowas macht die in aller Öffentlichkeit. Die ist doch irgendwie 45, sag mal. Ja, was hat denn die für einen losen Mund? Die ist schon Jahrgang 30, die hat den Krieg noch miterlebt. Ja. Und Tom ist dann noch recht jung. Hat jetzt gerade den Kindergarten abgeschlossen und sie reden von seinem Penis. Das fand ich viral nicht vertretbar. Ja. Tom Kaulitz. Das klingt ganz komisch. Ne? Man hört immer nur Bill Kaulitz und sein Bruder Tom. Richtig. Und jetzt ist das einfach der Tom Kaulitz. Tom ist der heterosexuelle Part von den beiden. Ja. Ich glaube, Bill ist ja so ein bisschen wandelbar. Der ist ja, glaube ich, bi, pan, das ist ja heute alles sexuell. Das ist heute ein bisschen komplizierter. Aber das alles ist ja alles. Viraler Hitler. Okay, dass der Wiener von ihm. Richtig. Die Wiener. Also es war für mich ein Tabubruch, dass die beiden von seinem Penis gesprochen haben. Ich dachte, Heidi Klum wäre ein wenig verschlossener, was ihr Privatleben angeht. Auch wenn sie ihre Kinder in die Öffentlichkeit sieht und ihren Ex-Mann und so. Aber dass sie von Penissen spricht, ihre Liebhaber, das fand ich eine Grenzüberschreitung. Das stimmt. Sie hat ja auch eine Vorbildfunktion einfach. Die jungen Damen, die zu ihr aufblicken und nichts essen und so. Wegen ihr. Die könnten ja die ein oder andere Wiener vertragen. So ist es. Oder es war ein Lanzenbruch, dass man endlich wieder Wiener essen darf. Wie bei Dieter Bohlen. Ein Lanzenbruch. Ja. Toll, dann mach's doch.
Ja, Wiener gab es übrigens auch bei meiner Oma, wo ich gerade herkomme. Deswegen bin ich überhaupt so kränklich hier. In der Nähe von Oberhof wohnt die Gute und deswegen schleife ich mich hier für euch in den Podcast. Denn hast du Wiener gegessen? Ich habe nicht Wiener gegessen, aber es gab Wiener. Ich habe schöne Kartoffelsuppe gegessen und sie hat halt Wiener dazu gehabt. Aber oioioi, da müssen wir nicht unbedingt. Das ist halt wirklich, wenn die älteren Leute langsam so abbauen und aber auf ihre Meinung beharren. Ja. Das ist natürlich voll okay, dass alte Leute ja so ein bisschen Lebenserfahrung haben, sage ich mal. Aber das rechtfertigt nicht, vielleicht neue Meinungen einfach komplett abzublocken. Ich wollte gerade sagen, Lebenserfahrung schneidet da so ein bisschen auch die Erkenntnis, dass manchmal auch neue Sachen vielleicht doch besser sein könnten, weil sie ja auch, weil alte Sachen auch mal überholt sind. Vor allem vielleicht. Dieses Wort Lebenserfahrung ist ja fast Quatsch. Weil diese Leute haben Lebenserfahrung aktiv gesammelt, so vor 30 Jahren. Ich glaube, in den letzten 30 Jahren kam da nicht so viel dazu. So, und alles, was jetzt, ja, unsere letzten Themen von Kinder bis Tinder, ja, da sind. Da gab es kein Tinder. Ja, die sind da nicht so. Die mussten noch damals um den Maibaum tanzen, um hier nach rechts swipen zu können. Die mussten auch in echt die Männer und Frauen swipen nach links und rechts. Die haben doch miteinander geredet. Stell dir das mal vor, das ist halt heute unvorstellbar. Vor dem ersten Sex haben die gesprochen miteinander. Die mussten sich erst kennenlernen. Ja. Die haben gefragt, wie heißt du? Wie alt bist du? Nee, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Aber wenn du auf jeden Fall da an das Thema nochmal einhaken willst, weil ich habe das letzte Mal was erzählt, du kannst hier nochmal eine Geschichte auspacken. Bei Tinder meinst du? Immer so hin und her. Ich hatte erst diesen Sommer eine sehr lustige Tinder-Geschichte. Ja. Und zwar eine junge Person, die war so 2-3 Jahre jünger als ich, sah sehr niedlich aus, sehr klein und schlank und unschuldig. Und wir gehen da spazieren durch den Park und halten die Füße in den Fluss und so. Ach so, ich dachte, ihr geht nicht Händchen halten, sondern Fuß halten. Nee, genau, Fuß halten. Hätte ich quasi mir dann gerne angeguckt. Richtig, und das war sehr süß alles. Und auf einmal fing sie an, mir ein Bild von sich zu zeigen, wie sie gefesselt ist. So Bondage-mäßig, wie sie an der Decke hing. Okay. Und auf dem Kopf quasi und eingeschnürt war, wie im Gwendoline-Song von Die Ärzte. Ja. Was uns ja verbindet. Ja. Und ich dachte, holy shit, interessant, hätte ich von ihr nicht gedacht. Und dann meinte sie, ja, das ist für sie ein Muss. So. Und das sagt sie beim ersten Date auch schon gleich, dass man sich da irgendwie abstimmen muss, weil sie oft dann mit Leuten, mit Männern sich trifft, die das dann doch nicht so geil finden. Und da war dann für mich der Punkt, wo ich dann ehrlich gesagt habe, cool, dass du sowas machst, so, echt interessant, aber ich möchte dich gerne nicht einschnüren und ich möchte auch bitte nicht eingeschnürt werden. Und so sind wir als Freunde geschieden. Okay. Das ist doch schön. Also guter Eisbrecher auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall super, wenn Leute von vorne raus irgendwie offen und ehrlich sind. Das finde ich gut. Ja. Finde ich wesentlich besser als irgendwie sich rar machen oder Desinteresse vorheucheln und sowas. Das finde ich alles Käse. Aber das finde ich ja schön. Also gerade mit diesem Ambiente durch den Park und so. Sehr romantisch, sehr süß. Ja. Schön. Ich frage mich, wie man da so drauf kommt. Meine erste Verbindung ist... ja, es ist auch Quatsch. Gibt's so einen Film, wo dann eine Frau von einem Baum vergewaltigt wird? Und oh, ja. Das war gerade meine Verbindung. Nee, ich weiß nicht. Ja. Sie hat erzählt, glaube ich, dass sie das gelesen hat und das dann ausprobieren wollte. Und dann hat das funktioniert für sie. Okay. Ja, schön. gut. Ja, ich finde es aber auch echt, ich finde es auch, wie du gerade gesagt hast, ist besser, dass man das schon im Vornherein abklärt, so ein bisschen, worauf man steht, worauf man nicht steht. Man muss ja nicht gleich mit den tiefsten Abgründen kommen. Aber wenn man so ungefähr sagt, pass auf, Junge, ich finde Bondage geil, ich suche Gleichgesinnte. Ja, und überhaupt halt die Intention, ja. Aber du musst ja auch erstmal merken, dass du auch beim ersten Date schon eine gewisse Ebene hast. Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die irgendwie... Ja, ich nutze ja Tinder nur, um neue Leute kennenzulernen. So. Wer nicht? Ja, so, ja. Aber wenn man halt irgendwie offen und ehrlich ist, ist es schon geiler. So. Statt irgendwie, ja. So. Aber dazu kann ich leider nichts sagen, weil so hatte ich das noch nicht. Ist das schön? Aber. Also habe ich viele schöne Geschichten über solche Sachen. Kannst ja immer mal eine reinträufeln. Wollte ich gerade sagen, kann ich gerne mal so häppchenweise servieren. Ich glaube, du warst einfach längere Zeit da auf Tinder unterwegs als ich. Ja, das ist aber eine super Sache. Ja, natürlich, aber ich habe halt auch eine Chronik der langjährigen Beziehung hinter mir. Ach so. Und so, deswegen. Ja, ich ja nicht. Ich bin ja so der Freelancer. Richtig, Freelancer. Das die Lanze von Bohlen in dem richtig, Fall. Richtig, ja. Freelancer. Ohne Bruch tatsächlich bisher. Mhm. Aber richtig, ja, das ist meine längste Beziehung. Das waren 4 Monate oder 5. Oh je. Das war schon
wo ich mir auf die Schultern geklopft habe und dachte, ach geil, du hast die Person gut kennengelernt. Und die Leute halten es mit dir einfach nicht aus. Oder? Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Ja. Na, dann schauen wir mal, was das für diesen Podcast hier heißt, wie lange du es mit mir aushältst. Richtig, also mein letzten Podcast, die waren auch relativ kurz. Mhm. Es ging so 2-3 Male und dann war auch die Luft raus, einfach weil wir uns sexuell nicht mehr geben konnten. Aber ich glaube, bei uns ist viel mehr Luft drin, ja, glaube ich. Was die Zuhörer nicht wissen, das ist ja immer hier unser Vorspiel. Richtig. Und hinterher gibt es ja dann richtig wild. Deswegen, tatsächlich wurde uns, oder nicht dir per se, aber in der Gruppe, in der Telegram-Gruppe hieß es halt gleich, ja, mal schauen, wie lange dieses neue Projekt jetzt wirkt. Und dann wurde so ein Straw-Poll gemacht, ja, eine Woche, 2 Wochen. Und es haben tatsächlich ein paar Leute auf ein Jahr plus auch getippt, oh, ja, so 6% oder so. Also, mal gucken. Wie gesagt, gibt es auch Gewinne, die ausgeschüttet werden? Nee, das noch nicht. Aber wir schauen mal, wir gucken ja, dass wir die Sache hier tatsächlich bei iTunes und so reinkriegen. Ich bin auf was Langfristiges aus, das sage ich dir gleich. Ja. Ich bin kein Mädchen. Ich habe meine Hörner abgestoßen. Vielleicht wäre ich deine neueste, längste Beziehung. Würde mich sehr freuen. Ja. Ich habe meine Hörner abgestoßen in den letzten Monaten und Jahren. Sehr schön. Na, dann machen wir das. Und bald werden wir dann auch noch gesponsert von irgendwelchen Leuten, die Podcast sponsern. Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Keine Ahnung. Da gibt es ganz viele. Keine Ahnung. Bestimmt Audible und so. Und dann ist hier alles mit Werbung zugekleistert. Ich würde ganz gerne auch den Zungenbrecher des Monats anführen. Das sehr gut. Und zwar, den habe ich selber erfunden, während ich mit meiner lieben Freundin Lea und ein paar anderen Freunden Quelf gespielt habe. Mhm. Das ist so ein verrücktes Spiel. Und zwar hatten wir 2 Flüchtlinge am Tisch und wir wollten die deutsche Sprache ein bisschen üben. Und wir hatten die Aufgabe, Zungenbrecher aufzusagen, einer nach dem anderen, bis einem keiner mehr einfällt. Und nach 3 Runden bin ich dann irgendwann auch einfallslos gewesen, dachte, ah, alles schon gebracht. Ich erfinde einfach einen. Und einen aktuellen sogar, pass auf, Annegret Kramp-Karrenbauer kennt Annen-Mai Kantereit. Annen-Mai Kantereit kennt Annegret Kramp-Karrenbauer. Und das muss man erstmal aufsagen können. Und überraschenderweise haben sogar unsere beiden Flüchtlingsfreunde diesen Spruch aufsagen können. Ich wollte nur gerade sagen, ich habe so wissend gerade genickt, weil Leute, die dir auf Facebook folgen, haben diesen Spruch tatsächlich schon mal gelesen. Ich habe ihn auch schon gepostet. Ja, kam mir nämlich gerade sehr bekannt vor und da wusste ich doch, aha, der Tino ist doch auf Facebook unterwegs mit seinem blauen Scheißhaken, den ich nicht habe. Yes. Da kennst du das her. Ja, ihr dürft gerne, ihr könnt ja eine Challenge einführen. Ihr könnt ja gerne mal diesen Zungenbrecher in eine die Leute Story einsenden. Richtig, ja, als richtig Sprachnachricht oder Instagram-Story und dir oder mir antworten, das einsenden. Das machen wir. Sendet das ein. Man kann jetzt sogar seit neuestem über Instagram hier Sounddateien Sprachnachrichten schicken. Sprachnachrichten. Ja. Und wir machen es so, wer das am schnellsten aufsagen kann. Oh. Dann solltest du es vielleicht noch einmal genau sagen. Oder die Leute können ja zurückspulen. Richtig. Wer es am schnellsten aufsagen kann, der verdient sich irgendwas in der nächsten Folge. In der übernächsten Folge. Denn die nächste Folge müssen wir leider vorproduzieren, ja, ja, da ich ja nicht da bin. Aber in der übernächsten Folge, da gibt es dann was ganz Besonderes. Ein Shoutout vielleicht. Mindestens. Irgendwie sowas, ja. Mindestens ein Shoutout. Das ist doch mal was. Nein, aber vielleicht nehmen sich ja diese Challenge ein paar Leute an. Vielleicht haben wir auch echt was. Ich verschicke noch eine Postkarte. Wenn ihr wollt, verschicke ich noch eine signierte Postkarte. Genau, ich habe nämlich hier noch vom 48-Stunden-Stream 50 Postkarten rumliegen. Also, aber die Person, die es am schnellsten schafft. Also so. die es am schnellsten sprechen kann oder die als erstes das einschickt? Nee, am schnellsten spricht. Ah, aber ja, es muss natürlich auch jedes Wort richtig sein. Ja. Also nicht sondern, ne? So, und dann war das richtig gut. Ansonsten habe ich noch eine weitere richtig gute Schlagzeile. Gerne, gerne. Ich bin ja in der Mimosphäre unterwegs. Wie sagt man? Mima, ist ja egal. Ich glaube, ich muss kurz schneuzen. Das ist ja hier. Langsam atmet es bei mir in der Nase aus. Meinst du von Mimi? Ist mir. Nee, nicht von dem. Aber ja. Ach so. Ist auch nicht schlecht. Das wollte ich mir auch noch sagen. Genau das, was gerade passiert ist. Ich habe ja den Podcast das letzte Mal noch minimal geschnitten, weil einfach hier ein bisschen sehr viel Trubel war. Mit Franz kommt hier mit seinen Flüchtlingsfreunden an und ne, also wirklich ganz unangenehmer Zeitgenosse. Und deswegen habe ich da ganz wenig rausgeschnitten und da ist mir beim Hören aufgefallen, dass ich noch relativ oft M sage und dass ich vielleicht, bevor wir podcasten sollen, was ich diesmal wieder nicht gemacht habe, nochmal hier meinen Inhalator reinpfeifen sollte. Ja, denn ja, wenn ich langsam mal so ein bisschen außer Puste bin, weil ich ganz viel rede, kommt danach immer so ein
Und das ist nicht professionell. Das ist ganz nicht professionell. Ja. Und deswegen M raus. Das M-Problem kenne ich bei mir auch manchmal. Ja, ja. Man kann halt stattdessen einfach eine Pause lassen. Mut zur Pause. Ja, und mit der Stimme auch mal runtergehen. Das habe ich im Rhetorikkurs gelernt, dass man, wenn man Reden hält oder einen Vortrag halten muss, dass man nicht immer sagt, hallo, ich bin der Tino und ich habe einen Vortrag. Es geht um soziale Netzwerke. Sondern man geht runter. Hallo. Soziale Netzwerke. Richtig, das genau so. Das wirkt viel spannender. Hallo, ja, natürlich. Mein Name ist Tino und ich habe euch heute einen Vortrag mitgebracht. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, absolut. Mut zur Pause. Das haben die Lehrer auch früher zu den Leuten gesagt, die ich auf dem Schulhof gemobbt habe in der Pause. Mut zur Pause, ihr schafft das schon. Richtig, ja. Und nee, ganz ehrlich, das kriegen wir hin. Ich versuche da mehr drauf zu achten, hat sich keiner natürlich von den Zuschauern drüber beschwert, weil die fressen doch eh alles, sind wir doch mal ehrlich. Ich denke auch. Ja. Nee, die nehmen, was sie kriegen können. Ja, genau. Also es gibt halt heutzutage auch nicht so viele Podcasts, deswegen... Nee, quasi gar keine. Die nehmen das alles in sich auf. Nein, an dieser Stelle natürlich danke an die Podcast-Hörer auf jeden Fall, denn es ist so, es ist nicht für jedermann, ja, aber... Oder jeder Frau. Oder jeder Frau oder jeder anderes Geschlecht. So ist es. Aber... Tatsächlich haben mich viele Leute angeschrieben und auch im Stream so gesagt, zum Beispiel, Alter, endlich wieder Podcast und so. Das ist halt cool, das hast du bei anderen Sachen weniger, wenn ich jetzt sage irgendwie, yo, eine neue Folge, ich hasse mein Leben, LP ist in der Produktion oder so. Dann sagen sie, ja, gut, nice. Aber Leute, die gerne Podcast hören, hören es halt auch richtig gerne und freuen sich dann über neue Sachen. Das ist immer sehr schön. Ich wollte gerade sagen, der wurde sehnsüchtig erwartet. Das Comeback des Nosferatu Podcast. No, östlich orthodox war übrigens Platz 1 auch. Auch, ja. Auch. No, bei unserer Abstimmung. Ei, meint du die. Und, aber ich denke, Brennpunkt Internet ist sehr viel besser. Was nämlich auch im Internet passiert, sind Memes. Ja? Memes. Memos waren gestern, Memes heute sind heute. Memes. Genau. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie es entstanden ist. Also ich weiß schon, wie es entstanden ist, aber es war einfach nur, glaube ich, ohne Hintergrund einfach nur ein schlechtes Meme von irgendeinem Typen, was dann auch gelöscht wurde, dass die Queen, ach so, ich muss natürlich die Überschrift vorher sagen. Ja. Achtung, another Queen bites the dust. Mhm. So, erstmal setzen lassen. Es geht nämlich darum, dass heute am 5. angeblich die Queen stirbt. So. Und das Internet ist voll davon. Ach. Wir nehmen heute am 5. auf. Dieser Podcast kommt, wenn ich es nicht verkacke, am 6. raus. Also vielleicht ist die Queen heute schon tot. Das wäre ja spannend. Ich glaube, gestern ist dieses Phänomen entstanden, dass so ein Typ gesagt hat, ja, hier, Achtung Queen, am 5. stirbt sie und Big Ben explodiert. Ja, woher kommt das? Das war einfach nur so ein Reddit. Ich bin hauptsächlich auf Reddit unterwegs, was so Memes angeht. 4chan ist mir ein bisschen zu hart. Und 9gag. 9gag sind verwertete Sachen von vorletzter Woche von Reddit. Und Instagram ist ganz schlimm. Das ist dann, die haben dann in einem Monat. In einem Monat wird dann Instagram sagen, die Queen stirbt am 5.1. Auf jeden Fall ist das Internet voll davon. Das ist wirklich sehr witzig anzusehen. Ich weiß nicht so ganz, wo die Faszination herkommt. Wie gesagt, es hat nicht wirklich den Hintergrund. Es hat einfach nur ein Typ so ein Bild gepostet, haha, und eine schlechte Prophezeiung gemacht, die Queen wird sterben. Und ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, ist ja auch höchste Zeit, ne? Wie alt ist die jetzt? Ja, 130? 110 mindestens, ja. Das gibt es auch vom Titanic-Magazin. Immer so zum jeden Jahreswechsel gibt es dann so ein Cover, das große Promi-Sterben geht los. Ja. Wo die dann auch so Promis abbilden und dann versuchen zu erraten, wer sterben könnte. Was war 2016? War dieses ganz Schlimme da, ne? Wo, glaube ich, alle gestorben sind. 16, Prince 17 und so. Robin Williams, ja, und so. Diese ganzen größeren. Lemmy von Motorhead. Ja. Das war echt so ein Sterbejahr, wo ich sehr überrascht war, wer überhaupt noch lebt. So. Ja, das stimmt. Da guckst du morgens in den Spiegel und denkst dir, was, ich auch noch da? Das... Ja, ist wirklich. Übrigens, der Nelson-Mandela-Effekt, ja, den es da gab, den hatte ich auch. Ich dachte auch, dass Nelson Mandela lange tot ist. Ja. Das ist. Aber dieses Jahr, dieses Jahr 2019, ich meinte noch 2018, ist nicht so viel passiert. Na, für die Wrestling-Fans gab es einen sehr tragischen Tod gestern von Mean Gene Okerlund. Der war ein sehr berühmter Interviewer. Okay. Und der ist gestorben im Alter von irgendwas mit 80. Du als großer Wrestling-Fan, wer ist denn deine Nummer 1? Oh, die Nummer 1. Aktuell oder insgesamt? Beides. Ich bin ja nicht ganz so aktiv drin. Ich kenne nur früher so, ne? Ja, der Undertaker ist schon genial. Den kenne ich. Ich bin ja so ein Fan von Gimmicks, ja, die halt coole Charaktere haben. Aber aktuell, muss ich sagen, bin ich ein großer Fan von Elias zum Beispiel. Das ist so einer,
der ist so ein Gitarrenfuzzi, der immer vor jedem Match erstmal ein Lied spielt und das Publikum anspricht, who wants to walk with Elias? Dann schreien alle, dann singt er einen Song. Also einer, der gut die Menge anheizt. Er war früher ein Bösewicht, ist jetzt aber zum Guten gewandelt. Vom Heel zum Face, wie man sagt. Okay, also ich bin auf jeden Fall ganz schön raus, merke ich. Ich weiß nicht, ob du diese Zeit mitgekriegt hast, WCW damals, World Classic Wrestling. Ja, ja. Da war ich Championship richtig, Wrestling. Oder so, ja, auch okay, was weiß ich, Alter, wie alt war ich? Ich bin der Nerd, sorry. Ja, ist okay. Da gab es dann die New World Order mit Kevin Nash, Scott Hall, Alter, du kennst die alle, ja? Kenn ich alle. Das sind meine Leute, so, und der geilste war immer Sting. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. Klar, Sting. Sting, richtig geiler Typ, natürlich auch wie diverse Izzys oder maskiert, so, die man so kennt, maskiert, angemalt, ja. Genau. Und er kam dann teilweise mit Baseballknüppel in den Ring oder von der Decke runter mit so einem Seil. Weißt du, wo der angelehnt ist, an welchen Charakter? Nee. War von The Crow vielleicht? The Crow, ja, richtig. Genau. Witzigerweise ist ja der Typ bei The Crow beim Film gestorben. Richtig, ja? Richtig. Und Sting macht ja auch diesen Move mit in den Ring von oben. Mhm. Aber wiederum andere, der Bruder von Bret Hart, wenn ich das richtig Owen erinnere. Owen Hart, genau. Owen Hart, der ist nämlich gestorben. Ich weiß nicht genau, ob das auch bei so einem von oben herab Move richtig, war. Richtig, der ist bei Over the Edge 99 ist er gestorben. Der wollte sich von der Hallendecke abseilen lassen und hat die Sicherung irgendwie aus Versehen gelöst. Ah. Und ist dann runtergeputtelt von der Hallendecke, während gerade ein Film gelaufen ist quasi. Aber die Menschen im Publikum haben alles gesehen. Und er muss mit seinem Kopf auf die Ringecke geknallt sein quasi, auf diesen Turnbuckle, wie man sagt. Ja. Und ist dann direkt gestorben. Oha. Und dann meint der Kommentator noch, oh, something went wrong. Oh. Something went wrong here und so. Ai, and ai, ai. Owen Hart did just pass away, but the show must go on und so. Ja, die kämpfen schon weiter. Im Hintergrund wird so die Leiche zusammengesucht. Ja, das ist ganz tragisch. Du hörst auch tatsächlich den Fall. Da gibt es auch auf YouTubes Aufnahmen, wie du vom Publikum hörst. Vor 10 Jahren, also vor echt vielen Jahren habe ich mir das irgendwann mal angeguckt, aber muss ich vielleicht mal wieder erfrischen. Ja, das war auf jeden Fall so meine Zeit. Da gab es dann noch Rey Mysterio. Den gibt es wieder. Gut. Immer ist, noch der quasi. Ist zurück, ja. Alter, der muss aber jetzt auch langsam 50 oder so sein, ne? Naja, ich weiß nicht, wie alt er ist, so 40 wird er sein. Na gut, wenn er damals vielleicht 20 war oder Anfang 20, kann das schon sein. Ja, der Undertaker kämpft gelegentlich noch und der ist schon Mitte 50. Ja. Reißt nicht mal raus, er ist nicht mehr gut, muss man sagen, so ringtechnisch, aber ja, man zieht ihn sich gerne noch an, weil er ja einfach so ein Typ ist. Ja, wie gesagt, die Faszination haben wir, glaube ich, auch das letzte Mal schon angedeutet. Das ist ja nicht, klar, es ist alles nicht, du willst nicht fake sagen, du willst sagen gescriptet, aber es ist trotzdem beachtlich. Es ist quasi wie ein Jackie Chan-Film, nur live. Natürlich unterschiedlich, wenn man jetzt The Giant oder so Undertaker, die sind ja eher gemächlich. Ja, ja, so. Das tut dann aber schon weniger weh. Genau, aber so ein Rey Mysterio, wenn der plötzlich irgendwie an die Seile springt und rückwärts salte und so, ist halt einfach geil. Und es tut ja faktisch weh, wenn du dich auf den Boden fallen lässt. Das ist ja keine Matte in dem Sinne, das ist ja trotzdem hart. Und du kannst die Schwerkraft nicht faken. Und deswegen habe ich da einen großen Respekt vor. Aber schön, dass wir das mal aufgefrischt haben und dass du auch so in dieser Szene bist. Ich habe, wie gesagt, das echt viel geguckt, habe dann mit meinem Kumpel das damals nachgestellt. Wir hatten so eine Eckcouch im Wohnzimmer in Erringsdorf in meiner alten Behausung. Und da bin ich da vom Eckring quasi auf ihn draufgesprungen und solche Sachen. Also, das war schon ganz Don't großartig. Don't try this at home. Ja, ja, das war auf jeden Fall großartig. Aber, ja, ich bin ein bisschen raus. Wir hatten auch auf dem Schulhof so eine Gang, die hat das immer nachgemacht. Ja. So, die hießen Kai und Philipp. Liebe Grüße an euch. Falls die Gang heißt Kai und Philipp. Ja, das waren nämlich die zwei oder auch andere. Richtig. Die Hells Angels sollten sich umnennen. Kai und Philipp. Ja, die beiden hießen so. Noch andere, die da mit waren. Und die haben richtig so auf die Kopfschere und so imitiert auf dem Schulhof. Und die war richtig athletisch irgendwann. Oh, Kevin Nash hatte die Powerbomb. Richtig. Die habe ich auch mal performt. So zwischen die Beine, dann hoch. So, der Gegner macht eine Rolle an deinem Bauch hoch und dann schmeißt du ihn auf den Boden. Mit dem Rücken auf den Boden. Großartig. Ja. Sehr, sehr gut. Aber die richtigen Wrestling-Nerds, die verurteilen so Menschen wie Kevin Nash und Hulk Hogan, weil die einfach schlecht waren. So, die waren technisch einfach schlecht und schlagsig. Aber es geht ja auch um Show. Und richtig. Hulk Hogan zum Beispiel, der hat ja immer Show gemacht bis ins hohe Alter. Also. Oh, ich sehe hier noch eine von meinen richtig guten Überschriften. Bitte, bitte. Die muss ich an den Mann respektive Frau oder was auch immer bringen. In Brasilien geht es nämlich heiß her. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Oh ja, politisch sehr. Genau. Ich habe die Überschrift Genozid zieht gen Süd. Oh.
Ja, meine Güte. Denn der neue Präsident, da muss ich echt extra nachgucken, Bolsonaro, hört man vielleicht in der Zukunft noch öfter in den Medien, Bolsonaro, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, aber der hat wenige Stunden, nachdem er ins Amt gewählt wird, direkt verkündet, ja, hier diese ganzen einheimischen Leute aus dem Regenwald und so, verpisst euch alle und so. Mhm. Und da sagen jetzt Experten, naja, das geht Richtung Genozid, was dann jetzt da passiert, weil der Typ ja auch vorher schon bekannt war als Rassist und homophob und Right-Wing-Partei also, und so. Holocaust Reloaded. Genau, genau. Schön. Und gerade da ist es natürlich jetzt für die Menschheit auch ein bisschen relevant. Da hört man jetzt auch, dass international die Leute sich da ein bisschen drauf stürzen tatsächlich, weil wenn es um den Regenwald geht, betrifft es uns ja alle ein bisschen. Ja, so. Uns alle. So, wenn, ja, viele. Und das ist schon interessant. Ich habe auch gerade eine Freundin, die in Brasilien ist und ich habe noch nichts von ihr gehört. Vielleicht hat sie sich... Auch nie wieder vielleicht. Ja, vielleicht auch nie wieder. Vielleicht hat sie sich eine Feder ins Haar gemacht und wurde jetzt aus dem Wald rausgekarrt. Oder mit homosexuellen Tendenzen. Ja, das kann natürlich auch sein. Und ähnlich auch, wie ich letztes Mal schon angesprochen habe, der Kollege von Philippinen. Und das ist ja gerade schon verbreitet auf der Welt. Das war schon eine witzige Geschichte, muss ich sagen. Der diese Eingeborenen da überzeugen wollte. Wir hatten ihn ja gewarnt. Wir hatten ja direkt auf seine Bibel zielsicher einen Pfeil abgeschossen und gesagt, hier, verpiss dich, wir wollen dich nicht haben, ist abgehauen und kam nach ein paar Stunden wieder und dann haben sie ihn völlig durchlöchert quasi, auf die negative Art und Weise, penetriert. Mit Pfeilen, ganz körpermäßig. Ja, auf jeden Fall. Er war am Ende eine 1000-Loch-Stute. Ja, doch. Komm mal auf. Hast du den auch hier aufgeschrieben irgendwo? Nein, aber ich habe mir einen anderen Karlauer aufgeschrieben. Ja, hau raus. Und zwar, Roberto Blanco geht über die Planke zum Thema Jahresvorausblick 2019. Ah, ja, aber das ist wahrscheinlich dann nicht in diesem Podcast. Nein. Ja, hebt ihr den auf. Doch, zwar schon für Leute, spul zurück. Ach so, okay. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, was wird passieren 2019. Ja, aber das würde ich in dem, in dem vorproduzierten, das können wir ja schon mal anteasern. Nächste Woche hört ihr den vorproduzierten 2019 was wird passieren Podcast. Wir machen Prognosen und Prophezeiungen und ihr sorgt dafür, dass es wahr wird. Genau, bitte. Ja. Für jeden, der es schafft, so eins durchzusetzen, geben wir einen Shoutout. Nee, eine Postkarte. Eine Postkarte und ein Shoutout. Ja, das ist gut. Nee, ich wollte noch dazu sagen, ich finde es bemerkenswert, dass gerade auf der Welt sehr viele so Right-Wing-Leute und so, Trump ist ja auch in diese Buchte einzuordnen und so, das ist schon sehr verbreitet. Aber dazu wollte ich auch noch ganz kurz sagen, weil wir wollen ja auch nicht nur über negative Sachen sprechen. Über negative Sachen? Negative, ja. In Deutschland, habe ich gelesen, auf einer englischsprachigen News-Seite, dass in Deutschland dieses Jahr erneuerbare Energie die Nummer 1 war das erste Mal und tatsächlich über Kohle war. Also letztes Jahr. Sehr mir verwirrend. Habe ich gelesen. Die meiste Energie kam durch erneuerbare Energie. Ja. Ach. Habe ich gelesen. Das finde ich beachtlich. Ja. Ich dachte, die machen nur einen Bruchteil aus. Na, also, natürlich, es kann ja auch sein, dass das, was weiß ich, 30% sind, Kohle 29% und dann sind auch noch 1000 andere Sachen. Hm. Oder? Weiß ich nicht. Wie gesagt, ist nur eine Schlagzeile, die ich gelesen habe. Und habe das mir als Gedanken mit aufgeschrieben, damit wir hier nicht nur so, alles ist auf der Welt scheiße, ne? Die Polkappen auch gerade wieder irgendwie. Polkappen schmelzen ab. Antarktis hatte die es ist gerade Schmelzzeit irgendwie, noch 6 Wochen und die hat jetzt ein Rekordtief, das ist ganz komisch formuliert, ein Rekordtief an Masse, an Eis. Da gab es ein Bild zur Zeit auf Facebook, was kursiert ist, mit wie es früher aussah, vor 10 Jahren, die Polarkappen, wie sie jetzt aussehen. Ja. Das sah ganz traurig aus. Aber ich frage mich halt, was passiert denn ohne Polkappen? Dann gibt es vielleicht eine Flutwelle. Warum? Weil das muss ja irgendwo hin. Naja, aber es ist doch langsam, also es ist ja langsam geschmolzen, nicht auf einmal. Ja, aber ich glaube, dass das schon viel ist auf die Masse gerechnet. Also klar, wenn da so prozentual, so von so einer riesen Eisplatte, wenn da so 10% wegschmelzen, ist ja von der Platte echt wenig, aber es ist ja trotzdem, was weiß ich, wie viele Milliarden Tonnen an Wasser. Na okay, der Meeresspiegel steigt vielleicht an, und es wird so ein paar Länder geben wie Holland, hoffentlich, die irgendwann dann absaufen, aber die Erderwärmung sorgt doch dafür, dass das Wasser auch weniger wird. Verdampft. Verdampft quasi. Ich dachte, das wäre so ein Geben und Nehmen. Ein Geben und Nehmen, da müssen wir uns wohl überraschen lassen. Wir werden sehen. Ich bin kein Umweltexperte, aber meine Devise ist immer, Ausländer raus. Ich bin kein Experte, aber. Genau. Nein, meine Devise ist einfach,
selbst wenn der Mensch nicht irgendwie für irgendwas verantwortlich wäre, was in der Umwelt an Scheiße passiert, dann wäre das noch lange keine Rechtfertigung für den Menschen, Scheiße zur Umwelt zu sein. Weißt du? Da gibt es von Marc-Uwe Kling, glaube ich, ein schönes Zitat. Ja. Wenn wir in 20 Jahren feststellen, dass der Klimawandel nicht von uns hervorgerufen wurde, werden wir uns ganz schön ärgern, dass unsere Luft sauber ist, die Meere rein sind und wir gesünder leben. Das wäre richtig ärgerlich. Genau sowas. Und selbst wenn, mal ganz abgesehen von irgendwelcher Erderwärmung oder sonst irgendwas, so Müllberge im Ozean, die kann man ja gar nicht verneinen. Die sind ja nun mal da. Die sehen ja auch schön aus. Ja, die sind wunderschön. Ja. Und ich habe auch angefangen, so ein bisschen ironisch immer zu sagen, hier, das Plastik und so, das ist dann in den Bäuchen von den Fischen drin. Wenn man es einfach immer wieder sagt, so... Überraschungsfisch kann man doch anbieten. Ja. So, Fische, was ist drin? Eine Fernbedienung. Ich meine, Fischstäbchen zum Beispiel sind ja eh schon nur zusammengekratzt. Ja, ja, keine Frage. Ob da jetzt Plastik drin ist oder nicht, ist ja auch im Endeffekt egal. Hast du auf einmal so ein Zahnrad im Mund, so... Hatten wir mal am Döner tatsächlich. Eine Freundin von mir, es ist ein paar Jahre her... Ich nenne jetzt keinen Namen, weil vielleicht kriege ich ja mal einen Döner kostenlos, wenn ich ihn positiv erwähne. Die hatte mal ein Zahnrad in ihrem Falafel, in dem, wie heißt das Brot? In dem Dönerbrot. Aber da kann Brot auch noch. Da kann halt der Döner nichts dazu. Die kriegen ich das ja so gerade lachen. Ich wollte gerade lachen, weil ich lache immer die Fleischesser aus, wenn da wieder irgend so ein Skandal ist von wegen Pest ausgebrochen. Hm. Da denke ich mir immer. Und dann gab's Ehek. Wo dann die Gurken und Sojasprossen betroffen waren. Und ich dachte, ach scheiße, es kann jeden treffen. Veganer, Vegetarier und Menschenfresser. Der beste Beitrag dazu war damals auch eine befreundete YouTuberin, Kleines Mariechen, vielleicht schon mal gehört. Mhm. Die macht schon lange nichts mehr, aber richtig großartig. Die hat dann damals halt, als das ganz groß wurde, war das Ehek? War das die Salatgurken? Das hieß anders. Ich glaube, Ehek war doch dieses Vogel. Ja, Sojasprossen und Gurken. Ehek war das, ja. Ja, ja. Da war halt jeden Sommer war was anderes, was das Sommerloch gestopft hat. Da ist echt schwer, ne? Da gab es noch H5N1 und so. Vogelgrippe, Rinderwahn. Vogelgrippe, da erinnert mich auch noch dran. Aber auf jeden Fall, als das mit den Gurken war, hat sie nämlich so eine Gurke genommen und hat gesagt, hallo, ich bin Kleines Mariechen, willkommen bei Jackass. Und dann kommt die Musik und dann isst sie eine Gurke. Ah, geil. Großartig. Ja. Das ist mein Humor. Das ist wie die Leute, die bei dem Lasagnen-Skandal, das Pferd in Lasagne sein soll, dann auf Lasagnen geritten sind. Sehr lustig. Ja, doch. Doch, das ist gut. Ja, aber, schön. Aber ich dachte mir, selbst wenn da Pferd drin ist, es ist doch eh... Ja, wenn du eine Lasagne isst, da ist Kuh drin eigentlich, aber es sind ja tausend oder Schweine, es sind ja ist das Fleisch von tausenden von Kühen wahrscheinlich vermengt drin, wenn da ein Pferd drin ist, meine Güte. Ja, die Leute sollen dich ja auch nicht beschweren, die wollen ja sowas. Fairtrade ist ja eh Fairtrade ist ja eine große Sache. Schreien sie alle, und dann wenn Pferd drin ist, Fairtrade, dann ist es wieder auch falsch. Ist echt schlimm mit den Leuten. Du kannst denen nichts recht machen, echt. Ach so, das ist die allererste Überschrift. Noch eine letzte große. Ja, dann habe ich noch ein paar kleine Sachen, aber die letzte große, ja. YouTube sieht gerade aus wie bei Gempels unterm Sofa. Ja. Hatte ich dir ja schon angeteasert. Ja. Denn es wird gerade hart gegempelt auf YouTube und das ist nicht gut. Denn YouTube-Zielgruppe, wenn man natürlich nicht so reifen Content hat wie wir, ist also, die Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist ja von Ende 30 bis Mitte 90. Mindestens. Ja. Also ich habe gehört, die Queen hört auch zu. Also das drückt nochmal ganz nach oben. Mit den 110 Jahren. Hoffentlich hört sie auch jetzt gerade den Podcast auf dem Sterbebett. Ja. Das würde uns sehr freuen. Und wenn du so eine junge Zielgruppe hast, wie wir halt nun mal nicht, dann ist das nicht so gut, wenn du Gambeln promotest. Und das sind genauso die Sachen, warum ich jahrelang auch immer keinen Bock auf Produktplatzierung und sowas hatte. Wenn du da mal sowas dabei hast, wo du dann hinterher fährst, okay, das ist echt nicht so geil. Das musst du ja gezielt aussuchen. Wenn natürlich. Wenn du jetzt irgendwelche coolen Videospiele promotest, das ist ja jetzt nicht schlimm. Aber fängst du an mit irgendwelchen Energy Drinks, so, dann musst du aufpassen, die investieren ihr Geld auch in irgendwelche rechten Parteien und da muss man aufpassen, so ein bisschen. Ja, und hier ist es halt auch so, dass du wirklich, ich sag mal, im Kopf so sein musst, wie Peter Dück aussieht. Hm. Cripple to go. Ja. Ja. Nein, es ist halt so, dass du eine Seite hast, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Wishbox, Surprisebox, irgend sowas. Und du kannst da Geld investieren und kriegst dann so und so viel Prozente, also zu 90% kriegst du irgendwie so ein ganz dummes, so ein, was weiß ich, irgendeine Puppe oder so, wovon du gar nichts hast. Ach, so börsemäßig, wo du Anteile kaufst. Du kaufst halt eine Box
Und da kann alles drin sein. Zu 0,000001 hat irgendjemand ausgerechnet oder die haben sich irgendwie, als es groß geworden ist, haben die sich irgendwie die Seite gehackt, sage ich mal ganz vorsichtig, und haben rausgefunden, wie so die Verteilung ist der Prozente. Also es ist unmöglich, aber angeblich so eine 250 Millionen Euro Villa bla Real Estate in Los Angeles oder so, was natürlich Quatsch ist. Und dann werden die YouTuber bezahlt, um sich das anzugucken, vor Kamera halt so eine Box aufzumachen, wo natürlich, das kann auch alles gestellt sein, die wissen ja dann hier, okay, der macht jetzt gerade das auf, der ist gerade angemeldet. Oh, ich habe ein Auto gewonnen, oh zufällig, genau, das kann dir auch passieren. Genau sowas. Und das ist gerade ein richtig großes Thema, in YouTube Deutschland tatsächlich nicht, aber weltweit ist das so das große Thema gerade auf YouTube, weil... Habe ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich. Die Pauls, kennst du Logan Paul, Jake Paul, hast du schon mal mitgekriegt? Die hatten genau vor einem Jahr... Ich weiß gar nicht, welcher von beiden, das war Logan Paul, war das. Waren die in Japan in diesem Wald? Suicide Forest. Wo ich tatsächlich auch mal war. Tatsächlich, der ist ja relativ nah dem Mount Fuji, wo ich auch oben drauf war und hingekackt habe. Cool. Ich war aber nicht drin im Wald, weil ich hatte keinen Führer und so. Ich bin einfach nur da mal vorbei, stand halt davor. Außerdem war ich jetzt auch nicht so scharf drauf, irgendwelche Leichen zu entdecken. Und das war genau vor einem Jahr. Und jetzt, zack, der Bruder ist dieses Jahr dran. So, mit seinem großen Ding. Die haben natürlich immer Sachen so. Aber finde ich witzig, dass immer so zum Anfang des Jahres kommt so ein Startschuss und dann geht's los. Logan war der ältere Bruder, ne? Ich glaube, auf jeden Fall der mit den längeren Haaren. Okay, und der war im Suicide Forest. Der war im Suicide Forest und auch in Japan. Also das tatsächlich verglichen mit dem, was im Suicide Forest passiert ist, finde ich das andere noch schlimmer, so, weil das sind alles Lebende. Ich muss sagen, ich habe da nicht so den Bezug. Ich denke mir, okay, das ist ja jetzt für die Familie und so nicht so geil, aber diesen Toten juckt es halt absolut nicht. Nee. Deswegen fand ich diesen ganzen Skandal ein bisschen weniger skandalös als alle anderen, glaube ich. Weil ich mir echt denke, ja, fuck it, das ist natürlich respektlos der Kultur und so bla, aber der Typ, der eine Typ, den es mehr oder weniger betrifft, der ist halt tot. So. Ja. Und natürlich auch da wieder für die Zuschauer nicht geil und so. Aber all das, was er sonst in Japan gemacht hat, das fand ich nämlich, oder in Tokio, das fand ich eher kacke, weil ich ja auch da war und eigentlich bin ja auch so ein Witzbold, ne, der gerne mal Schabernack treibt und so. Ach nein. Und ich war halt vor Ort. Gut, ich war alleine, das, vielleicht spielt das auch eine Rolle, aber ich war vor Ort. Alleine dort, ja? Ich war alleine dort, ja, 2 Wochen. Und vielleicht spielt das eine Rolle, aber egal, ich hatte sofort so dieses Gefühl, Alter, diese Leute, die sind alle so zurückhaltend und nett zu mir und so. Mhm. Ich will gar nicht die irgendwie jetzt verarschen. So. Mhm. Und er aber so richtig... Ja, die sind nichts wert, so ich schmeiße jetzt hier meinen Fisch auf das Taxi und solche Sachen. Aber es wäre ja gerade spannend, so aus der Sicht der Globalisierung, wie denn die Japanesen im Vergleich zum Japanesiologe, heißt das, glaube ich, wie die reagieren im Vergleich zu Deutschen bei deinen Pranks zum Beispiel. Ja, absolut. Also ich würde es trotzdem machen. Ich hatte nur dieses Gefühl einfach so, oh, diese Leute, ich habe ja jetzt eh schon lange nicht mehr wirklich was gemacht, wo Leute zu Schaden kommen oder, also wo man sagen könnte, dass das irgendwie bösartig ist. Klar habe ich früher auch mal sehr freche Sachen gemacht und würde ich hier und da auch heute noch machen, aber es ist ja schon in der Regel so, dass die Leute lachen können. Und klar, habe ich Bock drauf. Ich meine nur, dass dieses Gefühl bei ihm so gar nicht ankam, fand ich für mich sehr beeindruckend. Also der Respekt, meinst du, hat gefehlt. Aber ich habe auch gehört von vielen Freunden, die auch sich der japanischen Kultur zugehörig fühlen, dass dieses Unsichere, dieses Höfliche auch oft nur Fassade ist. Ja, das definitiv. Also schon. Man muss gucken, also klar, Fassade, es ist auf der einen Seite Distanz und auf der anderen Seite, ja, also Fassade klingt halt sehr negativ behaftet. Finde ich aber, in dem Fall kann man das so nicht werten. Aber ich meine, die haben sogar Kindersexpuppen zum Beispiel. Ja. Also wenn man so einen strikten Alltag hat mit 14 Stunden Arbeiten und du musst ja nach dem Arbeiten noch mit deinen Arbeitskollegen saufen gehen und so, also du hast ja wirklich, dein Leben ist Arbeit, du brauchst ja irgendwie so ein Ventil. So. Ja. Wenn du im Vergleich dazu Deutschland, ich kenne ja so eine Asiatin zum Beispiel, die hier nach Deutschland kommt und denkt, Alter, wir chillen ja nur rum den ganzen Tag, mehr oder weniger, die ja irgendwie auch schon in der Schulzeit, also die kam aus Taiwan ursprünglich, aber Taiwan ist ja auch mal japanisch gewesen, ist jetzt unabhängig und China will da drin rumfingern. Geil. Und auf jeden Fall hatte die auch schon in frühen Jahren in der Schule wirklich so von früh um 6 bis abends um 8 oder so Schulzeit quasi. Die ist das ja ganz anders geworden. Dann kommt die her und alle chillen nur. Und da hast du das natürlich nicht so extrem, dass du ein krasses Ventil brauchst, um mal
richtig Dampf abzulassen. Vielleicht, ja. So. Und was aber Fassade angeht, muss ich sagen, ja, aber nicht negativ. Also ich glaube, es ist ein bisschen Schutz, es ist ein bisschen, weil halt einfach nicht das Individuum, sondern die Gesellschaft im Mittelpunkt steht einfach, dass es daraus herkommt. Aber so viele Sachen, ich kann mir nicht vorstellen, Fassade auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber, dass sie freiwillig mit mir irgendwie eine halbe Stunde nach WLAN suchen, um mir irgendwie einen Hotspot dann am Ende zu geben. Doch, ich, oder glaube, na, ich weiß nicht. Das würde man doch nicht machen, um nur eine Fassade aufrechtzuerhalten, weißt du? Das ist schon... Und ja, zum anderen sind die halt auch ein bisschen... Also klar, auf der einen Seite sind sie ausländerfeindlich tatsächlich in Japan, was wirklich hinziehende Menschen angeht. Auf der anderen Seite... Aber Gäste nicht, ne? Zu Gästen ja, sind Gäste, ja unglaublich freundlich. So wie ich es auf jeden Fall mitgekriegt habe, sehr freundlich. Mhm. Und sie haben ja auch diesen extremen Amerika-Kult. So iPhone zum Beispiel ist ja ganz, ganz vorne. Überhaupt, so westliche Kultur wirken ja großartig. Genau, deswegen... Ich denke, das ist so eine Mischung. Aber ich habe auf jeden Fall keinen getroffen, der richtig irgendwie zu mir war oder einfach... kalt fassademäßig. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also was ich gehört habe oder öfter gehört habe, dass es halt so Richtung China so, dass es da Probleme gibt, dass zum Beispiel fast alle Prostituierten in Japan eigentlich Chinesen sind, weil die können den Scheiß ja machen sozusagen. Witzigerweise die einzigen Schwarzen, die ich in ganz Tokio gesehen habe, waren die, die dich in den Stripclub oder so reinlutzen wollen. Hey, come friend. Andere Zeit. Länder, andere Sitten. Ja. Also, schöner Japan-Exkurs, aber ursprünglich ging es um die Lootboxen, aber wir haben es erwähnt. Ich meine, das ist halt auch so eine Sache. Wir hatten es ja Ende letzten Jahres erst mit Montana Black, ich weiß nicht, ob du den kennst, der größte Streamer aus Deutschland. Ja, habe ich auch bei Herr Newstime gesehen, dass er jetzt der größte Streamer ist, sowohl Abonnenten als auch überhaupt so Follower, keine Ahnung. Und der hatte sowas Ähnliches, dass er halt auch wirklich Online-Casino, also wirklich blatant Gambling sozusagen, im Stream gemacht hat. Und hat er nicht Werbung gemacht dafür? Auch, ja, für diese Seite, genau. Ja. Und das sind halt einfach so Themen, wo man eigentlich keine andere Meinung haben kann, jetzt sozusagen. Mhm. Außer, ja, ist halt nicht geil, so. Mhm. Ist ja nicht geil, irgendwie kleinen Kindern zu vermitteln, yo, haut mal euer Geld für eine sinnlose Lootbox raus. Was natürlich auch in Videospielen gerade ein großes Thema ist. Und davon profitieren dann die Logans und die Montana Blacks von solchen Geschichten. Die kriegen das. Das Witzige ist... ich kann schon fast nicht mehr reden, aber wir haben ja nur noch 10 Minuten. Neben Logan Paul hat auch noch ein anderer, so ein Asiate, also aber amerikanischer Asiate, Ricegum heißt der. Der hat auch ganz groß das promoted und hat als einziger quasi ein Statement-Video gemacht. Hm. Und seine Rechtfertigung war, ja, ihr müsst doch mal so sehen, ich kriege halt so viel Geld dafür. So runtergebrochen ist halt wirklich so seine Argumentation gewesen. Erstens, die anderen machen es auch, warum ist es bei mir ein Problem? Ah, ja. Und zweitens, ich kriege da so viel Geld für, ihr müsst es doch verstehen. Man da denke ich doch nicht drüber nach. Zu erklären. Die anderen machen es ja auch. Ja, er hat halt wirklich wortwörtlich gesagt, mein Manager kam an, hat hier gesagt, gibt's Geld, dann mache ich das so ungefähr. Ja, keine Frage. Und er hat es aber nicht wie Julians Blog oder so sagen würde, fickt euch alle, ich mach das, sondern er hat es wirklich als eine Art Rechtfertigung, Entschuldigung so verwendet und das ist auf jeden Fall richtig gut. Ja, man sollte schon, ich weiß es nicht, ob man dazu stehen sollte, wenn man sowas macht, aber wenn es um Kinder geht, die dann irgendwie reingezogen, er kann ja von mir aus Werbung machen für irgendwelche Lootboxen, für Glücksspiel, kann er ja alles machen von mir aus, wenn das darf, keine Ahnung. Ja. Aber da Kinder bewusst mit reinziehen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, zumal die Leute halt wirklich wissen, was sie für eine Zielgruppe haben. Du hörst es auch bei den Ports zum Beispiel, die reden halt teilweise wie in so einer Kindersendung einfach. Hey, na, was geht? Woo! So, wie man halt nicht mit Erwachsenen reden würde, sondern wirklich... A dead body on the street. Oh, funny. Wow, lol. Ja, deswegen, also die wissen schon, wie die das machen und für wen die das machen. Mhm. Ja, ansonsten, du hast gerade noch das Wort Holocaust gesagt, das ist ein Fun-Fact. Fun-Fact-Holocaust. Ein Fun-Fact, der mir zwischen Tür und Angel auch zugeflogen ist, den ich vorher gar nicht wusste. Hast du mal was von Operation Reinhardt gehört? Das habe ich noch nie gehört. Nee. Das ist tatsächlich das sind die Camps in Polen gewesen, die Konzentrationslager. Mhm. Und da haben, das ist echt hart, 44 Leute innerhalb von natürlich ein paar Jahre so, aber auf diesen drei Camps verteilt 1,4 Millionen Leute umgebracht. 44 Leute nur. Nee, in drei Camps in Polen. Das habe ich noch nie gehört. Also klar, kriegt man immer mit Buchenwald und Auschwitz und alles. Das hat man alles mal gehört. Aber diese drei, das habe ich noch nie gehört. Das ist mir zwischen Tür und Angel zugeflogen.
Fand ich gerade gut als Downer einfach, weil wir gerade zu fröhlich waren. Vielen Dank, ich hab gerade gebraucht. Ja. Mein Heimatdorf sollte ja auch ein KZ werden. Es gab richtige Pläne. Es gab auch schon ein Außenlager dort. Und dann war der nächste Plan, das Dorf platt zu machen und einfach ein Lager draus zu machen. Okay. Damit die Menschen nicht mehr ganz so krass in der Stadt sind. Wie okay. Buchenwald war ja relativ nah am Zentrum der Stadt. Ja. Und das waren interessante Pläne. Also man hätte gespannt sein dürfen können, was noch was dann passiert aus wäre. Dir geworden wäre. Aus auch. Mir, ja. Was ist was für ein Heimatdorf? Oder willst du es hier nicht sagen? Du kommst doch hier irgendwie aus der Gegend. Dingsdorf, genau. Dingsdorf. Ja. Dann musst du mir das ja aber nachher nochmal sagen. Gerne. Das muss ja dann auch hier in der Nähe sein. Ja. Ja gut, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich bin mit der Nazi-Geschichte in meinem Dorf. Wo wir gerade von Nazis sprechen. Sprechen wir mal über was ganz anderes. Die AfD. Ja. 360-Grad-Wendung gerade. Genau. Nein, natürlich, das ist mir schon wichtig, dass man da nicht so mit der Nazi-Keule schwingt. Das sind nicht irgendwie nicht alles Nazis. Da sind Leute dabei, die Meinungen haben, da sind Leute dabei, die ein bisschen andere Meinungen haben. Es sind nicht nur Nazis, es sind auch Neonazis und vor allem sind auch Vollidioten dabei. Es sind nicht nur Nazis. Ja, also das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich noch ein bisschen differenzierter sehe als du. Nein, es gibt auch, ich weiß, es gibt Menschen, die sind nicht so schlimm. Ich sag auch, bei jeder Partei, die würde es nicht geben, wenn nicht irgendwie ein Kern da was enthalten wäre. So. NSDAP, ja. Ja, naja, selbst da, natürlich ist es bis aufs Extrem hochgeschraubt, ja. Aber es ist ja erstmal pauschal nichts Schlechtes zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mal Politik für die eigenen Bürger zu machen. Ja. Wenn man diesen Gedanke zum Beispiel nimmt. Das ist ja per se nichts Schlechtes erstmal. Aber egal, meine Kritik geht nämlich tatsächlich in die andere Richtung. Hast du vielleicht auch nicht gehört, habe ich auch über internationale Medien erfahren. Mhm. In Döbeln gab es eine Explosion vom Bürgerbüro der AfD. Ja, hast sehr du gehört? Spannend, ja. So, und meiner Meinung nach ist das ziemlich dumm tatsächlich. Ja. Weil wenn die AfD so zum Beispiel von ihren Gegnern so, die darstellt als Linksterroristen, sage ich mal, dann da irgendwie eine Bombe zu zünden oder was weiß ich, ein Polenböller oder was es letztendlich war, das ist vielleicht nicht der cleverste Move, den man machen kann. Da gibt es verschiedene Blickwinkel, ja. Also dann gib mir einen anderen. Also ich sag zum Beispiel, es stimmt, im Rahmen der Demokratie und der Meinungsfreiheit und dass ja alle gleich sind, alle ihre Meinung sagen dürfen, ist es echt nicht so sinnvoll, sowas zu machen. Tatsächlich. Ich würde auch in meinem Leben keine Bombe zünden. Also noch nicht. Mal gucken, was kommt. Ja. Aber aus dem Blickwinkel, ja, wenn man das mal historisch betrachtet, ich hatte auch die Diskussion auf Facebook mit einem ganz kurz nur, als er sagte, Gewalt ist keine Lösung, egal von welcher Seite. Und habe ich nur drunter kommentiert, in Klammern Stauffenberg. Hm. So Hashtag falsch zugeordnete Zitate. Ja. Und damals war das ja auch gesetzlich falsch, Hitler natürlich zu attackieren, aber es war historisch gesehen richtig. Abgesehen davon, dass Stauffenberg auch Nazi war, er war ja auch kein guter Mensch. Aber ich finde, manchmal ist es so, dass die Geschichte einen freispricht. Das ist schon richtig, aber in dem Fall war das ja, da ist ja kein Hitler ein- und ausgegangen oder so. Die AfD hat jetzt auch nicht den einen Hitler oder so, wo man sagen würde, da ist jetzt mal ein Mord gerechtfertigt oder Nein, so. Nein, die einen sagen ja auch, zum Beispiel, als man Hitler töten wollte, war es zu spät. Er hatte so gute Bodyguards und so viele auch Glücksfälle, dass man ihn schon viel früher hätte ausschalten müssen. Aber es wusste ja keiner, wohin es geht. Das ist die andere Seite. Was ich da raushöre, ist, du wirst eine Abschussliste vorbereiten für den nächsten Podcast, weil da machen wir ja die Prophezeiung für 2019. Wer erschossen wird. Und genau, und unsere Zuschauer sorgen dann dafür. Richtig. Da können vielleicht auch noch Leute als allerletztes Thema. Nee, das wird jetzt hier schon wieder zu lang. Aber ich sag zum Abschluss sage ich, Argumente sind nur was für Leute, die mit Gewalt nicht weiterkommen. Ja, das stimmt. Nee, ich verstehe absolut deinen Punkt, von wegen Gewalt ist nie eine Lösung. Es gibt ja auch genug irgendwo, wo eine Gesellschaft rebelliert hat gegen ein System irgendwie, was einfach nur mit zivilen Ungehorsam, wir setzen uns hier hin, vielleicht nicht funktioniert hätte. Ja eben, und es geht ja auch darum, tatsächlich um die Bewahrung der Freiheit und der Demokratie. Und da sollte man zumindest überlegen, wenn es dazu kommen sollte, dass unser Rechtsstaat vorm Zerbrechen ist, aufgrund einer Partei, die rechts immer rechtsextremer wird, dann sollte man vielleicht es nicht total ausklammern, dass man sich mit Gewalt widersetzt. Hypothetisch sage ich das jetzt. Ja. Rein hypothetisch. Ja, schön. Da sind wir ja schon wieder durch.
haben reichhaltig hier Themen besprochen. Die letzte Woche war aber auch pickepacke voll. Ich habe jetzt eine Sache überhaupt nicht angesprochen. Hat noch so ein Kardinal wieder Gülle erzählt, so dass die Probleme in der Kirche mit Missbrauch sind die Schwulen, weil die sind dann schwul. Also, ja. Aber das müssen wir jetzt nicht noch anschneiden. War ja reichlich. Ich hoffe, liebe Leute, diese Sache hat euch gefallen, denn nächste Woche wird es besonders pikant. Wir besprechen das Jahr 2019 und lassen auch vielleicht ein bisschen Revue passieren dazu, was war denn für uns ein gutes Jahr so in der Vergangenheit. Und da habe ich auch so ein, zwei Kandidaten. Und dann sehen wir uns da, würde ich sagen. Hören. Und zum Abschluss nochmal, Annegret Kramp-Karrenbauer kennt Annen-Mai Kantereit. Annen-Mai Kantereit kennt Annegret Kramp-Karrenbauer. Sehr schön. Also, wer uns das einsendet als schnellste Variante, der verdient sich eine Postkarte. Also liebe Männer, ihr dürft einmal etwas gewinnen, während ihr am schnellsten seid. Sehr gut. Gutes Schlusswort. Die Musik ist gerade eh schon wieder. Ja, ich denke auch. Oh.